Ein dicker Lachs im Fjord vom Ufer in Norwegen. Das war und ist mein Traum. Das war aber bei mir nicht immer so. Das erste Jahr habe ich mich strikt geweigert, auf Lachse zu angeln. In jeglicher Form, auch im Fjord. Ganz einfach, weil ich im Urlaub 2021 in einem Lachsmuseum in Südnorwegen war und da gesehen habe und mir richtig bewusst wurde, was für eine Schafferei das ist, damit die Lachse eben in ihr Laichgewässer kommen und ihre Paarung feiern. Und ich finde auch nach wie vor, dabei sollte man sie auf gar keinen Fall stören. Wo, bei welcher Fisch, ja welcher Tierart ist es erlaubt, sie während der Paarungszeit, ja bei der Paarung, zu bejagen? Geht für mich gar nicht. Daher, für mich das äußerste Gefühle ist halt im Fjord vom Ufer. Warum vom Ufer? Das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das letzte Norwegen-Magazin gelesen habt. Es ist halt ein direkteres Angeln. Wenn ich jetzt hier im Fjord mit einem Boot herumknattere und irgendein Blech hinter mir her schleppe, tja, das ist kein Angeln, das ist Schleppen. Angeln bedeutet, dass man die Angel in der Hand hat, direkt angelt. Alles andere hat für mich jedenfalls keinen Wert. Ich habe zwar schon zuvor zwei Lachse gefangen, allerdings in einer Größe, wo man sagen könnte, war eine gute Forelle halt. Ich denke mal, jeder, selbst ein Laie, versteht unter einem Lachs einen großen, dicken, silbernen Fisch. Wobei es dieses Jahr schwierig ist, denn viele Flüsse und Fjorde sind tatsächlich für das Lachsangeln gesperrt. Das kann man auf den Webseiten des norwegischen Fischereiamtes sehen. Hier im Fjord, wo ich angle, ist das Angeln auf Lachse erlaubt. Das sage ich so ausdrücklich, damit es eben keine Kommentare diesbezüglich unter dem Video gibt. Denn auf meinen Fotopost von dem dicken Lachs, den ich gefangen habe, da gab es schon so einen Kommentar. Der verbotene Fisch, oder ich habe eine Nachricht bekommen, hier Fischereirecht, ich wollte es ja nur gesagt haben, können natürlich auch Neider sein. Hier ist es halt, wie gesagt, erlaubt. Wo genau, das verrate ich natürlich nicht. Das kann ich dir vielleicht bei einem Guiding zeigen. Was ich noch sagen kann zu der moralischen Seite, ja, wenn die Lachse denn doch so selten sind, dann sollte man die doch vielleicht gar nicht beangeln. Okay, dann sollte man aber wirklich auch sagen, für ganz Norwegen ist das Angeln auf Lachse untersagt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich jetzt in den 3 Wochen, da hier die Saison ist, die Lachssaison, die geht so ungefähr von Juni bis September, habe ich so viel Lachse springen und an mir vorbeischwimmen sehen, wie in den Jahren, in den 2 Jahren zuvor, nicht mal zusammen. Da stellt sich die Frage, ist es vielleicht ein Marketingtrick, dass man versucht, eben die Farmlachse besser zu verkaufen, weil vielleicht eben so viele Lachse gefangen werden können? Oder ist es wirklich regional so gewesen und sie sind etwas spät reingezogen, die Lachse? Wie dem auch sei, jetzt das Fangvideo. Was ist das denn? Nicht mehr erkennbarer Vogel. Das tut man nicht alles für die Angelei. Wo ist denn mein Plätzchen? Hier runter, da runter. An diesem Spot hatte ich die letzten Jahre immer wieder Lachse springen sehen und mir auch schon im Vorfeld mit der Machete den Weg dorthin freigehackt. Ein großer, geräumiger, mindestens 2,5 Meter langer Kescher sollte auf jeden Fall mit dabei sein. In der norwegischen Baumarktkette Biltema gibt es solche Kescher recht preiswert zu kaufen. Fangen wir erstmal leicht an. Das Gerät, was ich dazu verwende, ist halt die Standard-Meerforellenrute, die ihr in meinen anderen Videos seht. Die ist vom Rutenbauer Jagdfisk. Und daran montiert habe ich diese relativ günstige China-Rolle mit einer unglaublich geschmeidigen Bremse nach wie vor, mit einer Wurfweite weit über Durchschnitt. Ich weiß auch nicht, woher diese Konstruktion das hernimmt, weil die Rolle hat für mich aus China jedenfalls 70 Euro gekostet. Absolut zufrieden. Und ehrlich gesagt, man braucht auch nicht mehr. Das ist jetzt hier eine 4000er, eine Shimano-Größe 4000er. Im Diver wäre es gerade mal eine 2,5er, also bei den Diver-Meeresrollen. Damit bin ich halt sehr untermotorisiert. Denn viele spezielle norwegische Lachsangler, die man manchmal in Videos sieht, aber auch hier ein paar Einheimische, die fischen halt mit extrem schwerem Gerät. Die Ruten wirken so, als hätten sie mindestens 80 Gramm Wurfgewicht. Ja, die Rolle,
Hier ist das, kommt mir das fast so ein bisschen wie auf Gran Canaria vor, wo sie auch alle gegenseitig dann angeben wollen, wer die tollste und teuerste Rolle hat. Die teuerste vor allen Dingen. Darauf kommt es hier an. Und da gibt es tatsächlich drei Leute hier in diesem kleinen Dorf, die mit einer Shimano Stella SW 14.000 angeln. Also wenn man wirklich Ahnung von Angeln hätte, dann wüsste man, das ist eine Rolle, mit der man auf Tuna, auf Giant Trevally, auf Amberjack, auf Mahi Mahi und sowas fischen kann und soll. Eine Rolle mit 30 Kilogramm Bremskraft und 142 cm Schnureinzug braucht man in Norwegen überhaupt gar nicht und auf Lachse ohnehin nicht. Der Lachs kämpft wie eine dicke Forelle, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dafür reicht eben wirklich gutes, stabiles Gerät, eine 14er geflochtene Schnur, vollkommen aus. Da der Lachs ja scheinbar auf alle möglichen Kunstköder gehen kann, habe ich mir auch gleich alle zugelegt. Jigs, Spinner, Blinker, Wobbler und natürlich der Needlestick. Hier montiere ich erstmal einen Tasmanian Devil Lure, der sehr interessant, weit ausladend und unvorhersehbar läuft. Ja, und das ist die Hauptschwierigkeit beim Lachsangeln. Auf 100 Makrelen einen Lachs, würde ich schätzen. Die Fangsaison der beiden Fischarten ist in etwa die gleiche und auch leider die Angeltechnik. Gezielt auf Makrelen würde ich zwar in anderen Spots etwas tiefer und langsamer angeln, aber ihr seht selbst, auch im flachen Uferbereich Makrelen. Die Makrele in dieser Größe ist ein extrem kampfstarker Fisch, wie ein kleiner Bonito. Und jedes Mal, wenn so ein Tier dann reinhaut in den Kunstköder, denkt man natürlich und hofft man, ein Lachs. Aber auch hier ist der Fisch klein und die Enttäuschung groß. Wobei die Makrelen in diesem Jahr für ihre Verhältnisse extrem groß sind. Im Durchschnitt würde ich sagen 40 cm Minimum. Mit der Erfahrung spürt man das typische Vibrieren der Makrele im Drill. Hier montiere ich einen Köder, den man in Norwegen wirklich immer und überall dabei haben muss, an Süß- und Salzwasser. Den Deadly Dick Lure Longshot. Ja, man, hoffen, Deadly Dick. Ja, und dann urplötzlich, ich war schon halb auf dem Nachhauseweg, die Kamera schon ausgeschaltet, ist es passiert. Vor den Füßen im Tang. Oh nein.
Ja, das Ganze drohte zu einem Kescher-Albtraum zu werden. Aber eine 3,30 Meter Route und einen 3,50 Meter langen großen Kescher gleichzeitig zu manövrieren, ist nicht so einfach. Allerdings wäre ich hier mit kürzerem Material wegen des Tankfelds aufgeschmissen gewesen. Ja. Und der Haken weg. Der Haken weg. Yes. Yes, 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 yes. Oh, das ist ganz gut. Hier wollte ich überprüfen, ob ich ihn zur Not auch hätte mit einem Schwanzwurzelgriff landen können. Keep it simple, auf dem Deadly Dick 28 Gramm. Wer hätte das gedacht? In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja gezeigt, wie ich genau diesen Köder mit selbstleuchtenden Folien beklebt habe. Wer weiß, vielleicht war auch das der Reiz, auf den es ankam. Und so leuchtend orange der Köder, so auch das Fleisch des Wildlachses. Geschmacklich einmalig als Sushi oder gebraten. Schwer zu übertreffen von irgendeinem anderen Fisch.